zwei Lieder sozusagen, die in diesem Text vorkommen. Der Dialog Elisabeths und Mariens. Auf der einen Seite das Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Und auf der anderen Seite das Magnificat, das seinen Namen vom ersten Wort in der lateinischen Übersetzung hat. Groß sein lassen. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Eine Begegnung, die uns als Zentrum dieses Festes vor Augen geführt wird. Und beide sind voll des Vertrauens. Das ist wohl das, was beide miteinander verbindet. Beide sind ganz erfüllt davon, dass sich an ihnen die Verheißung Gottes erfüllen. So wie es Gabriel Zacharias verkündete und so wie es der Engel Gabriel Maria verkündete. Und auch wenn sie beide im Moment der Verkündigung bestimmt geschluckt haben, das nicht sofort annehmen konnten, auch bestimmt nicht sofort das Vertrauen aufbringen konnten, ob das alles wahr werden wird, haben sie sich dazu entschlossen, den Weg zu gehen. Und jetzt meine ich vor allem den inneren Weg zu gehen. Man könnte ja auch sagen, naja gut, sie sind eben auch beide schwanger geworden und jetzt musste sie ja damit umgehen. Das meine ich nicht. Ich meine den inneren Weg. Anzunehmen, was der Weg Gottes fürs eigene Leben bedeutet und dann sich diesem Ruf auch hingeben. Aber nicht hingeben im Sinne von, naja gut, dann ist es halt nun mal so, sondern darin auch Sinn finden wollen. Das hat ja auch mit Entscheidung zu tun. Vertrauen, dass da einer ist, der so um mein Leben weiß, dass ich mich ihm und seinem Willen anvertrauen kann. Er ist größer als mein Leben. Er hält mein Leben in seiner Hand. Seine Weisungen sind für mein Leben gut. Er meint es gut, selbst wenn ich es im Moment noch gar nicht erahnen kann, geschweige denn sehen kann. Ich nur bis zur nächsten Kurve meines Lebens sehe, nicht weiß, was hinter dem nächsten Baum passiert. Das, Schwestern und Brüder, zeichnet vielleicht auch alle aus, die wir Heilige nennen. Und es wäre gut, wir würden sie von den Sockeln herunternehmen, auf die wir sie gestellt haben. So schon fast unantastbar und weit weg von unserem eigenen Leben. Allesamt werden sie uns eigentlich vorgestellt als ganz nah in ihrer auch Schwachheit und der Gebrochenheit ihres Lebens, die aber hineinfinden in das Vertrauen in den Willen Gottes. Schwestern und Brüder, das hat alles mit uns selber zu tun. Wenn wir heute ein wichtiges Marienfest feiern, feiern wir ein Geheimnis der Menschheit. Wir feiern nicht eine Person. Wir feiern, was wir selber gerufen sind zu leben. Einzustimmen in das Vertrauen dieser beiden großen Frauen, die ihr Leben so angenommen haben, wie es ist. Und Elisabeth ist ja wahrhaft schon in sehr vorgerücktem Alter. Das, was vor ihr steht, ist keine Leichtigkeit, auch zu ertragen, was die Menschen um sie herum daraus machen werden, was sie darüber sagen werden, wie sie sich das Maul verreißen werden. Das ist
alles, aber ganz bestimmt nicht einfach. Aber das ist nicht ihr Fokus. Sie kann sich auf etwas anderes konzentrieren. Sie kann diese Gnade, auf die sie ein Leben lang gewartet hat, nun annehmen und ist erfüllt davon. Nicht anders ist es im Gegenteil mit dieser jungen Frau. 14 ist sie wahrscheinlich zum Zeitpunkt, als die Verkündigung des Engels Gabriel sie ereilt. Und dann auch noch in sozial schwieriger Situation unverheiratet. Auch sie weiß in diesem Moment, dass wenn das eintrifft, was ihr hier verheißen wird, ihr kein einfaches Leben bevorsteht. Es ist nicht pure und ungetrübte Freude, die mit dieser Berufung und dieser Verkündigung einhergeht. Und das sollten wir auch immer im Blick haben, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen und uns manchmal vielleicht einfach auch ein wenig zu sehr bedauern in dem, wie unser Leben vielleicht manchmal verlaufen ist, welche Kurven und Stolpersteine es gehabt hat und hat. Es war bei den Menschen der Heiligen Schrift bei allen genau gleich. Und es gibt keine einzige Berufungsgeschichte in der Heiligen Schrift, wo jemand berufen worden wäre, der auf der Sonnenseite des Lebens allein gelebt hätte. Immer mitten hinein in die Gebrochenheit der Welt und des Lebens geschieht Gottes Ruf. Schauen Sie sich alle großen Zeugen unseres Glaubens und des jüdischen Glaubens an. Beginnen Sie bei Abraham, über Mose und Elia, von dem wir in den letzten Tagen gehört haben, in seiner schweren, depressiven Phase unter dem Ginsterstrauch. Lieber wollte er dem Tode nahe sein als dem Leben. Oder nehmen Sie die Jünger Jesu, nehmen Sie Paulus, der erst diese Entwicklung vom Saulus zum Paulus machen musste. Kein unbeschadetes Leben, das berufen wurde. Aber alles sind es große Menschen geworden in ihrem Vertrauen auf das, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Die vertraut haben, dass Gott selbst aus ihrer großen Schwäche Großartiges tun kann. Und das ist für Maria zum Lied geworden für uns alle. Die Kirche singt dieses Lied an jedem Abend im Abendgebet der Kirche im Magnificat. Nur darum geht es ihr. Und jeder Satz beginnt damit, was Gottes Wille ist, nicht was ihr Wille ist. Meine Seele preist, nicht mich selbst, die Größe des Herrn. Und mein Geist jubelt Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter in dem, was er an mir getan hat. Denn der Mächtige tut Großes. Sein Name ist heilig. Es ist ihr flehender Ruf, dass das, was in ihrem eigenen Leben geschieht, sie annehmen kann, aber sie ruft es auch uns zu, dass wir darauf vertrauen, dass Gott die Welt vom Kopf auf die Füße stellt. Und selbst wenn wir nur, wie es am Anfang der Schöpfung heißt, Tohu wa Bohu in der Schöpfung haben, so wird Gott alles ordnen. Aber es braucht unser Vertrauen auf ihn und seine Wege mit uns. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, und er denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Amen.